Amira Pocher, 31, erlebt gerade eine Achterbahn der Gefühle. Nach der Trennung von Comedian Oliver Pocher, 45, hagelt es Kritik, doch das ist noch nicht alles. Ein Job als Botschafterin für den Bundesverband der Edelsteine und Diamanten rutscht ihr durch die Finger. Ursprünglich sollte Amira in einer glamourösen Zeremonie zur Botschafterin ernannt werden, aber stattdessen schnappt Schauspielerin Liz Bafol, 54, ihr den Titel weg. Der Grund? Der Verband braucht Planungssicherheit und hat Bedenken wegen Amiras aktuell nicht gerade positivem Image. Die ganze Negativpresse und die angespannte Situation mit Ex-Olli passen einfach nicht ins Bild. Schade für Amira, aber die Show muss weitergehen, und diesmal ohne sie. Trotz allem nimmt Amira Stellung zu vergangenen Fehltritten, besonders zu abfälligen Bemerkungen über die mentale Gesundheit von Ex-Bachelor Sebastian Panik, 37. Im RTL-Interview betont sie, dass sie Sebastian persönlich um Entschuldigung gebeten hat. Heute kann sie sich nicht mehr erklären, warum sie damals solche dummen und verletzenden Äußerungen gemacht hat. Ein aufrichtiges Bedauern von Amira, ob das ihre Reputation retten kann?